Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video/Audio. Ja, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr mir zuhört. Heute möchte ich euch mein Coaching-Programm mal ein bisschen näher bringen, was eigentlich in meinem Coaching passiert, was die verschiedenen Möglichkeiten sind, wie ihr mit mir zusammen in Kontakt treten könnt und zusammen arbeiten könnt. Preise etc. stehen dann irgendwann auf der Homepage, wenn die fertig ist. Falls ihr vorher schon Anfragen machen möchtet, dann könnt ihr mich auch gerne bei Insta oder Facebook anschreiben, hier in den Kommentaren. Ich schreibe euch dann auf jeden Fall zurück und dann können wir einen ersten Call ausmachen. Genau. Das Coaching gibt es in zwei verschiedenen Formen. Einmal habe ich ein One-on-One-Coaching, 1:1, privat, ein Coach, ein Klient, fertig. Ja. Da ist es empfohlen, mindestens einen Monat mit mir zu arbeiten und dann noch 2 weitere Monate zu bleiben. Also 1 bis 3 Monate ist eigentlich optimal. Ja. Es kann sein, dass du nach einem Monat noch, dass dir noch nicht leisten kannst vielleicht oder noch nicht weißt, ob du weitermachen willst und später merkst, du möchtest fortführen, dann musst du natürlich nicht wieder ganz am Anfang anfangen. Ist ja natürlich klar, wir arbeiten dann weiter. Du kannst eine Pause machen zwischendurch, also musst nicht 3 Monate durchziehen, obwohl ich das natürlich am besten fände, ja. Ganz klar. So, und dann wird es einen Beginnerkurs geben. Der wird gerade kreiert. Das sind verschiedene Videos und Audios, wo ich über meine eigene Geschichte rede, wie ich eigentlich zu dem Bewusstsein, dem Schöpferbewusstsein gelangt bin. Es hat wirklich einige Jahre gedauert, weil ich Autodidakt bin. Musste meinen eigenen Weg finden. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viel Informationen darüber, welche Methode, also es gibt ja unzählige Methoden, wie man sich in den Schöpfer, in das Schöpferbewusstsein bringt, beziehungsweise High Frequency, Vibrational Match. Da sind so viele Begriffe draußen mittlerweile. Jeder findet da irgendwie seine Nische und ich hoffe, dass ich hier auch eine bieten kann, vor allen Dingen auf Deutsch. Ich habe mein ganzes Wissen aus dem internationalen Raum geholt. In Deutschland sieht das alles hier ein bisschen anders aus, das Coaching, als ich es machen würde. Das heißt, also ich bin irgendwie vielleicht anders als die anderen. Could be. Kann gut sein, kann schlecht sein, werden wir dann sehen. Ne? Also, genau, es wird einen Beginnerkurs geben, der gerade erstellt wird mit 10 bis 13 Videos, wo ich meine eigene Geschichte erzähle, wo ich dir Tools mit an die Hand gebe, wo du verschiedene Exercises bekommst, also und vor allen Dingen, was inklusive ist als Bonus, sind die 4 Schritte in die Freiheit. Dafür bin ich Facilitator, Goddess Creation Facilitator. Das ist die Gründerin Kat Korsch, hat das ins Leben gerufen. Ich darf quasi ihre Methode weitergeben, beziehungsweise mit meinen Klienten mit dieser Methode arbeiten. Die kommt dann am Ende des Basiskurses, weil der Basiskurs gibt dir erstmal wieder, gibt dir erstmal eine Richtung, was ist überhaupt dein Bewusstsein, was sind überhaupt Glaubenssätze, was ist überhaupt Schattenarbeit und so weiter. Wir decken ganz, ganz viele Bereiche ab in diesem Kurs, wenn du gerade erst neu dazugekommen bist sozusagen. Ja, oder du das Gefühl hast, hey, ich möchte lieber einen Self-Study-Kurs machen, ich will kein privates Coaching machen. Es kann natürlich auch finanzielle Gründe haben, weil dieser Videokurs, Self-Study-Kurs, ist natürlich um einiges preiswerter. Also es ist nur ein Bruchteil des Preises für mein privates Coaching, ja, für mein One-on-One-Coaching. Ich versuche so viel wie möglich da schon mit reinzupacken. Also es soll ja wirklich jeder irgendwie die Möglichkeit haben, an dieses Wissen zu gelangen. For free gebe ich natürlich ein bisschen was auf YouTube raus. Es ist einfach meine Zeit, meine Energie. Nicht nur die Zeit, die ich aufwende, um Videos zu machen, sondern auch die Zeit meines Studiums. Ja, diese 13 Jahre, die jetzt hinter mir liegen, wie viel Zeit ich dafür aufgewandt habe, mir Wissen anzueignen auf allen möglichen Bereichen, sei es Psychologie, sei es Energy Work, sei es verschiedene Tools,
verschiedene, ja, also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Die Quantenphysik, das sind hochkomplizierte Themen auch, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man das Schöpferbewusstsein verstehen lernen möchte. Ich war sehr stur immer. Ich habe mir dann zwar irgendwann an einem bestimmten Punkt auch Coaching geholt, aber zuerst war ich sehr, also ich bin Autodidakt, ich lerne gerne selber. Also deswegen kann ich das verstehen, so ein Self-Study-Kurs wäre auch für mich super gewesen. Habe ich mir auch bestimmt ein, zwei gegönnt, mal auf dem Weg, ja, weiß jetzt nicht mehr. Aber die wichtigsten Sachen, ja, die muss mein sturer Kopf selber für sich herausfinden. Es bringt nichts, wenn mir das ein Lehrer erzählt, ja. Der bestätigt höchstens das, was ich schon weiß und füllt Lücken auf. So ist es bei mir. Und das könnte ich für dich auch sein, ja, in deinem Self-Study-Kurs. Im One-on-One-Coaching, das ist natürlich länger, intensiver und da geht es darum, du weißt schon, dass du Schöpfer bist, du hast alles verstanden, du hast dein Bewusstsein erweitert, du bist angekommen in der Liebe, ja, aber es sind noch Schatten im Außen, die sich zeigen, du bist noch nicht an dem Punkt, jetzt dein Next Level ist da in deinem Kopf und du weißt nicht, wie du da hinkommen möchtest. Du möchtest eine neue Energiefrequenz kennenlernen. Du weißt, dass es ein Next Level gibt, energetisch gesehen, und du möchtest dahin shiften. Ja? Um dahin zu shiften, muss man sich körperlich, mental, emotional, spirituell einfach trainieren. Ja? Es ist ein Prozess. Das ist nicht Magic Pill und morgen bist du erwacht und erleuchtet für immer und ewig. Nein, man kann durch die alten Programme wird man zurückgeworfen. Ja? Durch Dinge, die sich im Außen manifestieren, die du gestern in einer schlechten Stimmung vielleicht unbewusst visualisiert hast. Ja? Also daran arbeiten wir, dieses Level erstmal zu etablieren, wo du wirklich bewusst wieder erschaffst aus einem von einer schönen Frequenz aus, ja, von einer Frequenz, die dem entspricht, was du möchtest, ja, und da nicht wieder rauszufallen, ja. Ich will nicht sagen, dass du zu 100% immer auf dieser High Frequency bleibst, aber du wirst lernen, wie du, wenn du rausfällst, dich sofort wieder dahin bringst, auch nicht rauszufallen, weil du einfach in deinem Bewusstsein immer stärker, immer mehr firm wirst. Ja, das ist das Ding. Darum geht es beim 1-zu-1-Coaching. Wir gucken uns deine genaue, also ganz am Anfang schauen wir erstmal, was ist der Status quo in deinem aktuellen Leben? Ja, daran kann ich schon ganz gut sehen, welche Ängste dich begleiten und mit welchen Glaubenssätzen du so durch die Gegend rennst. Ja, ich werde dir verschiedenste Fragen stellen zum Thema, also zu deiner Familie, zu deinem Partner, zu deinen Kindern. Zu allen möglichen Konstellationen, wie du die Sicht der Dinge einfach, zur politischen Weltlage und so weiter. Ja, das frage ich, und da solltest du ehrlich sein und nichts schönreden, sondern wirklich aus deinem Herzen deine Überzeugung mir präsentieren. Ja, so ehrlich wie möglich. Ja, so reflektiert auch wie möglich. Vielleicht auch unreflektiert, vielleicht ist es sogar besser, ja, wenn man es nicht filtert. Einfach so, was kommt da raus? So. Und daran kann ich schon ganz gut sehen, wo es in deiner Manifestation einfach hakt. Ja? Warum sich Dinge, vor allen Dingen, wenn sich Dinge immer wieder wiederholen, ja, wenn sich bestimmte Thematiken, also bei mir war es die partnerschaftlichen Probleme, die haben sich immer wieder wiederholt, bis ich einen Schalter umgelegt habe, dann über Nacht war es anders. Ja, es ist manchmal wirklich ein Schalter und dann ändert es sich in an instant. Und das ist diese Magic dabei, dass du dieser sogenannte Timeline-Shift, den viele vielleicht noch nicht so verstanden haben, was es eigentlich bedeutet. Es ist eine alternative Realität, in die du dich bewegst. Ja? Und wie sich das im Außen ausspielt, ja, das liegt an dir, an deinem Charakter. Na? Und also daran arbeiten wir, das genau zu verstehen. Dann gucke ich mir natürlich an, möchte ich natürlich von dir wissen, was ist deine allererste Intention, zu mir ins Coaching zu kommen, die allererste, nichts schön geredet, ja. Dann möchte ich von dir wissen, was ist dein Next Level?
Und dann irgendwann möchte ich auch wissen, was dein next Level. Also wirklich dieses biggest dream, ja? Da gucken wir uns auch an. Und warum ist es nur ein biggest dream yet? Ja, also warum ist es noch nicht da? Okay? Weil wir haben ja alle keine Geduld. Die kommt aber dabei, weil wenn wir im Prozess sind, dann erlangst du ein Verständnis dafür, warum es eben auch seine Zeit dauert. Okay? Also Zeit ist ja auch ein menschliches Konstrukt. Ja? Damit haben wir halt hier in dieser Dimension auf diesem Planeten zu tun. Genau. Okay. Was ist noch wichtig? 10 Minuten haben wir. Okay, was ist noch wichtig? Ja, in meinem Beginnerkurs werde ich natürlich auch über meine eigene Geschichte reden. Ja, ich werde anhand von Beispielen meine eigenen Erfahrungen versuchen, etwas in dem Zuschauer, innen, wir wollen ja nicht das Gendern vergessen, nein, das spielt für mich keine Rolle, ist für mich alles eins, ja, dass du quasi dich identifizieren kannst, ja, versuche dich mit meiner Geschichte zu identifizieren, beziehe es auf deine Situation, das kann ich nur mit meiner Geschichte tun, ich kann dich nur inspirieren, wie ich mit bestimmten Dingen umgegangen bin. Ich kann dir sagen, ich weiß es von allen, mit denen ich besprochen habe und meine eigene Erfahrung ist, da ist sehr viel, es hat viel mit Schmerzen zu tun, ja. Wir lassen Dinge los, wir vergeben Dinge, wir sind plötzlich dankbar für Dinge, die uns sehr wehgetan haben. Das ist ein harter Prozess, aber er befreit uns, ja. Und deswegen ist Coaching auch wunderbar, weil wir einfach nicht dann aufhören an einer Stelle, wo es dann zu schmerzhaft wird, sondern wir gehen da rein. Ja, leider Gottes, aber ich verspreche dir, dass es im Coaching dann sich nicht nach Schmerz anfühlen würde. Es würde sich nur nach Schmerz anfühlen, wenn du allein damit bist. Okay, das heißt, den ganzen Prozess des Erwachens oder das wirkliche Verständnis zu erlangen, dass du der Schöpfer deiner Realität bist, das ist das, worum es hier geht, ja. Dass du den nicht mit so viel Leid ertragen musst, sondern dass es was Schönes ist. Dafür sind wir jetzt da, in dieser Zeit, in dieser Ära, in der wir hier sind. Dafür wurde ich 13 Jahre von der Quelle ausgebildet, dass wir euch den Weg erleichtern. Ja, es muss nicht so schmerzhaft sein. Es geht nur um Bewusstheit darüber, wie der Prozess verlaufen kann. Ja, jeder sucht sich selber aus, wie er den Weg letzten Endes geht, so wie ich es ja auch getan habe. Bitte ohne Hilfe, bitte ohne zu krasse Beeinflussung, bitte ohne irgendwelche Gurus, die mir nur irgendwas verkaufen wollen. Ja, ich nehme auch Geld für meine Arbeit aufgrund von 13 Jahren Studium. Wie ein Arzt. Es gibt keine zertifizierte Ausbildung für das, was ich hier tue. Es ist eh nur ein Zettel, der nicht das 100% Beweis, dass ich dieses Wissen habe, ja. Es gibt auch Leute mit einem Führerschein, die können überhaupt nicht einparken. Es ist so, ja. Dieses Zertifikat sagt nichts aus. Ich kann sagen, ich war bei CatCore, ich habe ein Zertifikat bekommen, ich habe aber auch die 4 Schritte in die Freiheit bekommen und verstanden und angewandt und sie haben auch funktioniert, ja. Letzten Endes habe ich aber auch noch einen anderen Herangehensweg für mich erlernt, meine Methode, die zusammengesammelt ist aus allem, was ich jemals erfahren habe von anderen Leuten, die auch auf dem Weg sind. Es ist ein Sammelsurium, die letzten Endes mir individuell geholfen haben und ich davon ausgehe, weil ich ja diesen Impuls habe, mich hier anzubieten als Coach, ja, eben auch genau ganz vielen Leuten helfen kann, die ähnlich sind wie ich und da vielleicht auch ähnlich lost sind, zwischenzeitlich, ja. Wie gesagt, es muss nicht so sehr wehtun. Schmerzen sind okay, es sind auch ein paar Tränen sind okay, um mit Dingen abzuschließen, um Dinge loszulassen, ja, um Dinge zu verstehen, muss man manchmal auch weinen. Auch beim Aufwachen kann es sein, dass du weinst um dich selbst. Es ist einfach so, aber wir wollen nicht im Selbstmitleid verweilen ewig, ja, wir wollen ja nicht versauern, sondern wir wollen nach vorne gehen, ja, in deine höchste Identität, in dein highest excitement, deine Wow, in dein Wow wollen wir. Und das ist jetzt nicht nur so eine Floskel,
dieses Wow-Gefühl existiert tatsächlich, dass du für viele Momente, die du manifestierst, keine anderen Worte mehr hast, außer du stehst da in deinem manifestierten Dream und kannst eigentlich nur noch Wow sagen. Ja, wenn wir dort sind, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir schon auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Okay, also, die Homepage ist in Arbeit. Bald könnt ihr mich darüber buchen. Wenn ihr jetzt schon Anfragen habt, wenn ihr jetzt schon ins Coaching starten wollt, ins 1&1-Coaching, ich mache ein Check-up mit euch, ob ihr an der richtigen Stelle schon seid. Wie gesagt, ich mache kein Anfänger-Coaching 1&1. Dafür müsst ihr auf meinen Kurs warten, der in den nächsten Monat rauskommen wird. Ja, gebt mir noch einen Monat Zeit dafür. Ich möchte was Schönes kreieren. Möchte es aber jetzt schon mal bewerben, weil ich weiß, dass ich es machen werde. Das heißt, in spätestens einem Monat könnt ihr euch den Kurs buchen. Dann gibt es auch schon die Homepage. Wer jetzt schon ins 1&1-Coaching mit mir möchte oder zumindest den Begrüßungscall haben möchte, der hat auch seinen Preis. Da nämlich auch das ist eine Stunde Call. Dafür berechne ich auch eine gewisse Summe. Ja, das wäre so um die vielleicht 100 Euro sein oder sowas. Da erfährst du schon was. Du wirst auch wahrscheinlich schon ein paar Erkenntnisse haben. Deswegen ist es kein verschwendetes Geld. Du musst erfahren, ob ich dein Coach bin in diesem Call. Und ich muss erfahren in diesem Call, ob wir zusammenarbeiten können. Ich gehe davon aus, dass es so ist, dass uns die höheren Mächte zusammenführen, die richtigen Leute. Ja. Und aber in diesem ersten Call können wir uns schon mal ein bisschen an die Sache herantasten. Und da kannst du dich schon mal auf meine E-Mail-Adresse anmelden oder einfach per Facebook, Messenger, Insta, DM etc. pp. Kannst du dich mit mir in Verbindung setzen. Ja. Und dann machen wir unseren ersten Zoom-Call aus. Und dann kannst du per PayPal oder per Überweisung, am liebsten natürlich per PayPal, die Summe überweisen und dann machen wir unseren Termin aus. Ja? Genau. Keine Angst, ich ziehe hier niemanden ab, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ja? Es gibt keine Geld-Zurück-Garantie. Es gibt ein paar Regeln, definitiv, die werde ich festlegen, bevor wir in das Coaching gehen. Wo ich mir auch das Recht rausnehme, als Coach zu sagen, sorry, so können wir nicht miteinander arbeiten. Ja, wenn so ein Fall, also ich erwarte mir Respekt, Offenheit. Klar, vielleicht diskutiert man mal über ein und zwei Themen, aber es sollte immer in einem respektvollen Umgangston geschehen. Ja, sollte der Klient, die Klientin, das wiederholt missachten, dann würde ich mir auch erlauben, ein Coaching zu beenden. Ja, das ist eigentlich alles. Okay, also ich hoffe, du hast alle Infos bekommen. Ach ja, zu den künftigen Videos, die hier, ich werde Audios machen, ich werde Videos machen, wie es mir gerade so der Sinn steht. Manchmal habe ich keine Lust, mich hübsch zu machen, dann werdet ihr nur ein Audio sehen. Dann sitze ich hier im Bademantel auf meinem Sofa mit meiner Gesichtsmaske. Ja, und manchmal werde ich ein Video für euch posten, je nachdem, wie ich Lust habe. Am liebsten ist es mir, wenn ihr mir Fragen zu den Themen Bewusstsein, Intuition, wie manifestiere ich mir meinen SP, meine Specific Person, ja, wie manifestiere ich Geld und so weiter, zu diesen Themen, könnt ihr mir gerne Fragen stellen, alles, damit ich inspiriert bin für neuen Content, weil wenn ich hier alleine sitze, dann kann ich eure Fragen nicht beantworten, ja? Also wenn mich niemand irgendwas fragt, für mich ist alles logisch, ja? Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Wer dazu Fragen hat, bitte schreibt es in die Kommentare. Und daraus mache ich euch gerne ein Video. Was meine persönliche... Zum einen, also erstmal möchte ich sagen, ich beanspruche hier nicht die Weisheit für mich, ja? Die Weisheit, die einzig wahre Wahrheit, okay? Ich kann es euch nur aus meiner Erfahrung
und meiner Weisheit, sprich Wissen plus Erfahrung ist Weisheit, erzählen, wiedergeben. Ja, was meine Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Themen sind. Ja, wie gesagt, ich war nicht bei irgendwelchen Lehrern, Gurus, bla bla bla. Ich habe mir viele Sachen auf YouTube angehört. Ich habe mir auch gute Bücher geholt, Joe Dispenza, Paul Selig, was auch immer. Ja, ich habe schon einiges gelesen. Was ich dabei feststellen musste, dass es ein paar Missing Links für mich gab, ja, die ich bewusst ignoriert oder unbewusst ignoriert habe oder einfach nicht wahrgenommen habe, nicht wusste. Ja, ist immer so schön, man hört ja nicht auf zu lernen, auch ich nicht. Wie gesagt, ich kann es euch alles nur aufgrund meines mir ersammelten Wissens wiedergeben. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann werde ich das kommunizieren und ich hoffe, dass ich es dann irgendwann weiß. Ja, auch was ich so hier gerade erzähle oder was ich in meinen Coachings erzähle, vieles ist auch gechannelt. Also vor allen Dingen, wenn es um eine andere Person geht, vieles ist gechannelt. Das heißt, es ist sehr spontan und ja, nicht aus dem Ego, nicht aus meiner eigenen Projektion heraus. Das ist das Erste, was ich auf meinem Weg auch gelernt habe, das Ego zurückzustellen. Ja, das Ego hat Mitspracherecht im Senat hier, aber nicht die Entscheidungsmacht. So würde ich es mal ausdrücken. Und so arbeite ich auch. Also ich projiziere nicht, ich verurteile nicht, ich rede vor allen Dingen nicht deine größten Träume klein. Das ist, vielleicht werde ich dir sagen, du kannst ruhig größer träumen. Dennoch werde ich damit nicht aussagen, dass deine Träume zu klein sind, weil ich glaube, der Weg ist das Ziel, der Schritt für Schritt für Schritt. Ich hatte vor ein paar Jahren auch noch nicht das Level, was ich jetzt habe im Kopf. Doch schon eigentlich, aber das, ne, das Level, was ich jetzt im Kopf habe für mich, mein Next Level from now on, ja, da war ich vor 10 Jahren noch nicht. Vor 10 Jahren war ich mit meinem oben, mein Next Level ist jetzt, wo ich jetzt hier an der Stelle stehe. Also wie gesagt, 10 Jahre, 13 Jahre hat es gedauert, ja, um an diese Stelle zu kommen, weil ich mir eben wahrscheinlich keinen Coach geholt habe und mich nicht habe von außen hab pushen lassen und mir keinen Spiegel zur Seite geholt habe, der mich reflektiert, der mir dabei hilft. Ja, nun muss ich sagen, sind wir auch eine Generation von Pionieren, ja, die auch alle irgendwie selber ihren Weg erstmal finden und sich fast schon noch gar nicht gegenseitig so unbedingt coachen konnten. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen, jetzt sind wir auf dem Level, wir können anderen Leuten das Wissen mitgeben. Ja, vorher war ich damit noch sehr verhalten, weil ich einfach gesehen habe, dass viele auch Sachen erzählen, die für mich überhaupt nicht in Resonanz gegangen sind, ne? Okay, so, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit diesem ersten offiziellen Coaching-Content-Video. Ich freue mich auf eure Resonanz, auf das Feedback, auf eure Fragen. Ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, die Glocke anmachen und was auch noch nicht immer. Ja, und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Schönen Tag euch!